Hallo und herzlich willkommen zu den Server- und Kanal-News. Ja, ich habe in letzter Zeit nicht mehr gelivestreamt. Das liegt daran, dass es momentan ein bisschen Probleme gibt mit OBS. Es tut Hintergrundprogramme und so im Vordergrund anzeigen. Deshalb kann ich da gerade nicht so ja, viele Spiele. Also es geht momentan nur Minecraft und GTA Online. Deshalb, ja, kann ich da auch nicht Videos machen und im Livestream. Und wir haben sehr viel zu tun auf dem Server. Wir haben jetzt eigentlich schon recht viel gemacht. Der Leuchtturm ist noch nicht fertig, übrigens oben. Auf der Yacht spawnt man. Man steigt aus seiner Yacht, kommt hier hin und hat jetzt hier erstmal ein bisschen einen Überblick. Dann kommen News. Die Warps, U-Bahn-Station oder so, U-Bahn-Map wäre cool, irgendwie so etwas. Und ja, die Welten. Und der Server ist jetzt offen. Ihr dürft also reinkommen. Ihr könnt aber in dieser Welt noch nicht bauen. Ihr müsst dann die Warps angeben. Warp, RBG zum Beispiel. Gibt es jetzt noch nicht. Es gibt nur Warp Spawn noch. Aber wir können das gleich im Video machen. Also, aber noch zu den Videos und zu den Livestreams. Ich werde, sobald ich auch noch irgendwie umgezogen bin, dann noch natürlich weitermachen mit Streamlabs, glaube ich. Ne, Streamlabs. Ich kann mal kurz schauen. Studio. Twitch Studio, genau. Und, ja, wir haben jetzt eigentlich schon viele Bilder. Es sind ungefähr 5, 6 Stück, wenn ich mich nicht irre. Und ja, wir tun uns gegenseitig besprechen, wir verschönern alles. Also was jetzt noch nicht passt, ist zum Beispiel, dass hier noch nicht parallel ist. Aber ja, der Kopf muss ja irgendwie in der Mitte Platz haben. Deshalb muss es ja, kann es ja auch ein bisschen verschoben sein. Und ja, das jetzt noch nicht so eingerichtet ist wie hier. Hier ist schon ein bisschen mehr eingerichtet. Da noch ein Teppich hin. Und hier natürlich noch weiter ein bisschen Dock oder eine Straße. Und das ist die U-Bahn, die wurde gestern gebaut, ist natürlich noch nicht final. Es sieht noch nicht ganz so, ja, detailliert aus. Und ist ein bisschen, ja, designertechnisch eher nicht gerade so für jedermann. Ja, und das ist dann die U-Bahn. Jetzt haben wir einfach mal kurz eine Rundstrecke gemacht, zum Testen etwas. Ja, mit den Funktionen. Und, also mit Redstone verbunden, dass es mal stoppt hier und dann weitergeht, wenn jemand drin sitzt oder so. Oder einfach, dass alles clean bleibt, also dass keine Lore irgendwo stecken bleibt oder so, wenn er aussteigt oder sich ausloggen muss und so weiter. Und hier haben wir auf beiden Seiten noch ein Bild sozusagen. Können wir halt nur aus Blöcken machen, aber ich finde es eigentlich ziemlich nett, wenn in der U-Bahn auch so ein bisschen etwas Farbe ist und so weiter. Ja, und dann kommt hier noch die Küstenwache hin, genau. Und dort hinten das Restaurant. So ein Club, so ein, ja, eine Strandbar mit Radio und so weiter. Gut, und der Leuchtturm, der habe ich vorgestern gebaut, aber ja, ein bisschen designtechnisch ein bisschen ja, anders gemacht, als ich jetzt dachte. Ich hätte eher so ein ganz normalen Leuchtturm bauen können oder etwas ganz Spezielles, also ja, aus Metall oder so. Aber eben Metallblöcke gibt es halt nicht, außer Eisenblöcke und so. Ja, dann gehen wir mal zu der RPG-Welt. Ja. Die heißt natürlich Roleplay und nicht RPG. Und hier habe ich und Sleepy Bummer schon etwas gebaut. Also ja, ich habe ja natürlich im Livestream da noch nicht so richtig anfangen können. Das mache ich alles im Livestream. Da baue ich eigentlich nichts sonst. Kurze Strecke. Ah, hier hat er auch schon das Haus ein bisschen weiter expandiert. Oh nein, das ist okay. Das ist von hier, von dieser Seite. Ich dachte, man kommt von hier. Genau. Das ist Labys Haus schon mal. Ich finde es richtig toll. Vor allem, weil diese Blöcke echt nicht viel verwendet werden. Und auch Birkenholz wird eigentlich nicht so viel verwendet und das Glas sieht so richtig modern aus. Obwohl es ist, ja, ich würde es gerne schöner haben in diesem Texture Pack. Also edler und moderner.
Und hier ist ja meine Insel sozusagen, eine Halbinsel eher. Da bauen wir etwas Schönes hin. Aber ich warte, bis dann wieder Livestreaming recht gut geht. Vielleicht kann mir ja jemand helfen oder so. Und dann gibt es noch die Farmwelt. Da dürft ihr natürlich farmen. Hier dürft ihr ja nur begrenzt farmen. Ja, eher weniger. Also etwas, was wächst, könnt ihr wegfarmen. Aber etwas, was ja Blöcke ist oder so, am besten nicht, ja, Terraform. Also schon Terraform, aber nicht abbauen, nicht wegmachen. Und in dieser dürft ihr natürlich alles wegmachen. Da dürft ihr sogar, ja nicht gerade unter dem Spawn, aber dürft ihr sogar alles weggraben bis zum Bedrock und so weiter. Also hier könnt ihr euch austoben. Hier sind auch kleine Biome wie bei der Roleplay-Welt. Nur in der normalen Welt, in der City-Map, sind große Biome eingestellt. Und ja, dann machen wir noch sicher mal noch eine abstrakte Welt, jetzt weiß ich genau, wie es heißt. Also da, wo die ganz hohen Berge sind und so. Und eine RVR-Welt, wo ihr ja Gruppierungen machen könnt. Gangs oder so. Wo dann ja richtig geridet wird und so weiter. Ich finde es sehr speziell. Einfach toll, motivierend. Weil es macht so viel Spaß, auch wenn es manchmal ein bisschen unfair sein kann. Aber ja, ist nun mal genau gut. Ja, schauen wir noch mal kurz ein bisschen ja uns in der Yacht um. Ich finde es richtig toll eingerichtet und vor allem die Betten haben so richtig etwas Modernes mit Schwarz und einen guten Kontrast. Auch die Wände finde ich richtig toll, schön gebaut. Und der Panda hat die Yacht gebaut. Panda Play Z. Oder Panda Plays Z. Und ja, diesen Frachter. Containerfrachter. Ja, das ist es. Der Frachter, bevor er kopiert wurde. Also wird wahrscheinlich gelöscht oder ein anderer Frachter draus gebaut. Und hier hat zum Beispiel der Kev gebaut, die zwei Schiffe und der Kran. Und die U-Bahn haben Kev, Ghost und ich gebaut. Ja, und dann gibt es ja noch, hey, wieso sind die Bäume, weil ich da ein bisschen die Bäume weniger eingestellt habe. Ich habe irgendwie nicht ganz 60 FPS. Aus irgendwelchen Gründen macht es die FPS nicht schneller. Egal, was ich runterdrehe. Hier, oder? So. Jetzt sieht es wieder besser aus. Gut, und die Sichtweite ist wahrscheinlich selber bedingt halt nicht gerade so gut. Da müssen wir noch ein bisschen einstellen in den Properties. Und ja, da wurde jetzt auch noch nicht fertig gebaut. Müssen wir alles noch machen. Und wer mitmachen will, eben Survival Welt. Oder hier einfach Rollenspiel machen ohne bauen. Aber ihr dürft eigentlich, ja, so relativ schnell eigentlich auch dann im Kreativ hier bauen. Ist natürlich einfach wegen dem Cheaten und wegen dem, ja, Sicherheit vom Server ein bisschen problematisch, dass wir nicht gerade jedem gleich Baurechte geben hier in dieser Welt. Ist natürlich klar. Eine Kabine hat er noch gebaut. Cool. Ja, also das war's eigentlich und ja, ich ziehe eben bald um. Das heißt also, ich habe ja, eventuell ein paar Tage kein Internet und eventuell einfach noch zu schwaches Internet zum Aufnehmen und so. Aber ich bin aktiv, der Server bleibt aktiv. Also ich werde auf den Server gehen, auch wenn es leckt. Und ja, auf jeden Fall besten Dank für alle, die den Server oder meine Livestreams und Let's Plays unterstützt. Einfach Videos unterstützt. Also, Dankeschön und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.